Nee, Doppel-1 ist immer drin. Na, kein Problem. Boah, krasser Wurf. Ömer rattert da runter. Bap, 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 bap. Das gibt ja kein Ausweichtalent, richtig. Ja, Iseron ist mit ihrem Latein am Ende, genauso wie Abelmir mit seinem Horati. Kiaras hat sowieso keine Ahnung und auch Jalan kämpft immer noch mit seinem eigenen Moralkodex. Der erste Dämon. Sturm. Der Ayunor, der beschworen wird. Humus, Tur, Amash. Feuer, Azitai. Und für Erz kämen mehrere in Frage. Akurubai, Agribal oder der Amrifas. Und die Hörner, die du auf der Unter- und auf der Oberseite der fliegenden Festung gesehen hast, meilengroß wie sie war. Es kann sein, dass die Festung Kolakai selbst gehörnt, beseelt ist. Die ganze Stadt hat sich ja auch gewandelt, gedreht. Yol'Gurmak hat gelebt, hat pulsiert und geatmet. Einen eigenen Herzschlag, den du damals spüren konntest. Und wenn sie jetzt Teile von Yol'Gurmak und dem Kaiserpalast in den Himmel gehoben haben, was du ja auch aus dieser Skizze gesehen hattest. Ja, unglaublich viele gehörnte Dämonen. Du ratterst die Liste durch. Dein ganzes verbotenes Wissen aus den verbotenen Schriften. Und so gibt er das ganze Wissen preis. Also die Hälfte davon, ehrlich gesagt, nichts davon sagt mir irgendwas, aber das klingt alles andere als gut. Magier, die von Dämonologie Ahnung haben, wissen, was man damit anfangen kann und können andere Magier instruieren, dagegen besser vorzugehen. Euer Wissen ist sehr merkwürdig. Woher habt ihr dieses? Ich sagte doch, ich habe mir in Yol'Gurmak einiges angeeignet. Wenn mich ab und zu nicht da war, habe ich Wissen gesucht. So. Können wir jetzt bitte diesen Brief weiterschreiben? Das ist jetzt echt nicht der Moment dafür. Ich bin schon die ganze Zeit daran. Wenn ihr etwas beizutragen habt, dann her damit. Was habt ihr denn bis jetzt? Ich konnte die Elemente zuordnen und Kolakai ist höchstwahrscheinlich eine Art dämonisch beseelter Stadt, ein Teil Yol'Gurmaks, wenn ich das richtig interpretiere, was selbst eigene dämonische Hörner ausbildet. Sagt ihnen, sie sollen Garad, soweit es geht, evakuieren. Normale Menschen stellen kein Kampfpotenzial gegen so etwas dar. Hatte Galotta nicht dieses Kolakai angekündigt? Bei seinem Spruch über Garad? Tat er. Dann war sozusagen Werheim nur auf dem Weg. Und gar nicht das Hauptziel. Und Werheim sollte nur dazu dienen, die Truppen zu zerstören. Ja. Werheim wussten wir ja noch nicht, dass er da ist. Wir hätten uns eigentlich denken müssen. Dass er mit einer fliegenden Festung kommt, davon darf man auch mal überrascht sein. Irgendwie lässt sich doch wohl auf diese Festung kommen. Wenn sich irgendwie auf diese Festung kommt, kann man auch Galotta irgendwie abstechen. Wie hoch fliegt sie denn? Vielleicht sind auf dieser Festung sogar Menschen, die irgendwelche Dinge in Betrieb halten müssen oder so, wenn das irgendwie halbmechanisch ist oder wie auch immer. Er hat doch diesen Brückenbauer irgendwann mal entführt, der so hochkomplexe Dinge machen kann. Leonardo. Genau. Vielleicht ist er dazu gezwungen worden, sozusagen da mitzuhelfen. Also ich meine, ich weiß nicht. Ich müsste mir die Pläne anschauen zu dieser Brücke, die er mal gebaut hat, oder zu anderen Dingen, die er gebaut hat im Rahmen der 12 göttlichen Lande. Vielleicht gibt es da Ähnlichkeiten, man kann diese Pläne miteinander vergleichen. Habe ich mal so einen Bericht gelesen, da stand auch drin, dass er mit Absicht Fehler einbaut. Wenn Leonardo auf der Festung ist, vielleicht kann er uns helfen. Wenn er die Festung gebaut hat, kann er sie vielleicht auch sabotieren. Wenn wir jemanden finden, der schlau genug ist, könnte man vielleicht seinen Fehler erkennen, den er absichtlich eingebaut hat. Ja, das stand doch in diesen Berichten, die wir gelesen haben. Leonardo baut in jedem seiner Schöpfungen Fehler ein. Ob er das immer noch tut oder ob er... Vielleicht ist das ein stummer Widerstand, der einzige, den er leisten kann. Verzeiht, aber wenn wir jetzt keine Fakten mehr haben, sollten wir dazu sehen, dass wir diese Taube los... Sie sollten verglichen werden mit jeglichen Bauten, die jemals Leonardo angestellt hat, um zu gucken, ob man Fehler entdeckt. Man muss davon ausgehen, dass die Fehler gut versteckt sind.
und dass die Fehler absichtlich eingebaut wurden, von einem Meistergenie Punkt aus gesehen. Wartet. Könnt ihr den Brief verschlüsseln? Ja. Ich? Gut, dann schreibt es rein. Verschlüsselung. Das heißt, du möchtest das magisch oder profan tun? Magisch, weil profan kann ich das nicht. Kann Abelmeter unterstützen? Ich könnte Kryptographie anbieten. Dann mach es doch mit beidem. Leg mal mit Kryptographie vor und dann kann Isarun magisch hinterher. Kommen die 18 neu über. Schade. Also wenn jemand ein Chippy geben will für die 18, ich würde es erlauben, weil ihr alle dran werkelt. Ich gebe ihm einen Chippy. Kann das sogar eine richtig gute Probe werden. Das hat er alle über. 4 Punkte. Und 2 Punkte. 4 Punkte Max der Schwernis. Beziehungsweise ja, ich noch. Geschafft. Ja, ist geschafft. Zum Entschlüsseln sind ja nur die Punkte, hätte ich ja 2. Gut, ich würde mir dann zum Entschlüsseln Zeit lassen. Und Max zum Verschlüsseln. Oh, ja. Hier kannst du es wieder entschlüsseln, was Abelmir da gerade wieder verbrochen hat. Das funktioniert aber auch. Der Kryptographo ist nur zum Verschlüsseln, ne? Der Xenographos ist dann, wenn du es entschlüsselst. Nee, der Xenographo sagt... Kryptographo ist zum Verschlüsseln und Xenographo macht irgendwas komisches anderes. Ich würde gerne die 14... Mit dem Xenographo kriegst du den Inhalt von Dingen, die du nicht lesen kannst. Das ist ja. Minus 4, oder? Die richtige. Ja, das ist doch 4 erleichtert. Ich hatte 4 erleichtert. Oh, okay. 4 erleichtert, ne? Dann hast du trotzdem 2 ATW übrig, also 2 Punkte aus Kryptographie, da werden nicht die Max-Erschwernis verglichen. Also 2 von Abelmir und 2 von Isarun. Genau. Ja, gut. Genau, ich kann das halt noch mit zusätzlichen ASP verschlüsseln. Das würde ich dann auch ein bisschen machen. Ja, wie viele steckst du rein? Zusätzlich. Alle. Was, alle? Willst du, dass ich hier hinkotze? 40 ASP. Aber erstmal haben. Ja, gut, ich steck alle, die ich noch habe, rein. Gut, dann merkst du, wie deine Haare aschgrau werden und deine Nase anfängt zu bluten. Die Zeichen auf dem Papier laufen umher und verschwimmen, wenn ihr sie versucht zu betrachten. Isarun, was tut ihr da? Wie, was tue ich da? Ich verschlüssle diesen Brief. Haare sind grau. Und ja, halt sie unter die Nase. Ich war schon wieder. Mein Taschentuch? Ach, vergesst es, meine Robe ist im Eimer. Und vielleicht auch eure Nase. Ja, ja. Ich wisch mir mit meinem Ärmel über die Nase. Mittlerweile hat sich Answin wohl auch wieder ein bisschen beruhigt. Er dreht an seinem Ring und murmelt Obtuler und Avem. Ein schwarzer Botenvogel aus Rauch, aus dämonischem Lolgramotschem Rauch entsteht und er bietet... Ja, den Vogel euch an. Nein, das geht doch nicht so weit. Wir stehen mitten in Burg Auralet. Ja, jetzt zu spät, jetzt seid da, Jalan. Jetzt können wir noch nutzen. Jetzt wird er auch wieder gebannt. Nein, benutzt. Der schlagt den Vogel. Ich zieh mein geweihtes Schwert und zerschlage den Vogel. Ja, ich glaube, da müssen wir auch keine Probe würfeln. Der Botenvogel zerstiebt und ja, der schwarze Rauch wandelt sich in gleißendes Licht und vergeht dann. Ich siegel den Brief, adressiere ihn, dann noch die Umnachricht an den Meisterin der Mark, dass er doch bitte mit höchster Priorität nach Gareth weitergeleitet werden soll. Greifenmund, ihr habt gerade das Schicksal des gesamten Reiches besiegelt. Die KGIA wirkt dort, wo andere ihre Aufgabe nicht wahrnehmen dürfen. Auch die KGIA wird keine dämonische Essenz mitten in Burg Auralet beschwören. Ihr hättet vor die Tür gehen können, Answin. Oh, es hat euch 5 Minuten Zeit gekostet. Bei Praios, bei Hesinde. Wie könnt ihr es wagen, diesen Namen in den Mund zu nehmen, nachdem ihr so etwas Dämonisches gerufen habt? Die Götter mögen uns verlassen haben, aber wir werden ihnen nicht spotten. Nachdem er sowas Dämonisches... Also er hat gerade nur gesagt, Obtulere und Ave, im Botenvogel hat er gerufen. Ja, so ein fieses Rauchding, oder? Ja, genau. Nun, sie wollen auch. Dämonische Essenz. Ja, ist schon richtig. Die Beschreibung von Lolgramoth, das war meine Beschreibung. Also, Answin wird sich jetzt hüten, dass er Lolgramoth jetzt anruft oder so.
Damit also, Regeln könnt ihr, frankieren, Instruktionen drauf, los das ja. Ding. Das Pergament wird gesiegelt, an das Bein der Brieftaube gebunden und diese hebt ab in Richtung Westen. Harvis und Steter, Reisender, schütze diesen Vogel, auf dass er die Nachricht sicher ans Ziel bringt. Also ich würde mich ganz gerne ein paar Stunden ausruhen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber danach sollten wir... Ihr solltet euch überlegen, wie wir rüberkommen. Ich habe ja schon einen Vorschlag gemacht. Ich bin raus. Ja, Lan. Es gibt noch eine wichtige Sache, mit der ich über, über die ich mit euch reden muss. Lass wie groß ist das Artefaktlager unter Auralit? Das einzige... Die einzige Bleikammer, die größer ist und in der mehr Artefakte liegen, ist die in Koschgau. Das ist nicht gut. Der Feind ist nah. Wir sind keine Bandstrahler mehr. Wir werden sie evakuieren müssen. Gibt es vielleicht Artefakte, die uns behilflich sein könnten? Ihr denkt wirklich, ein Artefakt, das unter Auralit verschlossen wird, kann uns hilflich sein? Ich weiß es nicht, aber es wäre eine Überlegung wert. Ich meine, so wie uns die absolut nutzlose Knolle vielleicht hilfreich war? Habt ihr vielleicht bessere Ideen? Ich würde erstmal die dämonischen Artefakte da lassen, wo sie sind. Reno, es gibt doch bestimmt einen Index. Ich werde mich in den Keller begeben, mir die Sicherungen ansehen, den Herrn Poyers um Vergebung bitten. Wenn ich zuversichtlich bin, dass sie halten werden, komme ich wieder. Ich will euch nichts sagen, aber... Wir können nicht riskieren, dass Galotta herkommt und sich alles unter den Nagel reißt, was hier verschlossen ist und nie wieder das Licht der Welt erblicken darf. Entschuldigt, aber sind das nicht eure geheiligten Kammern? Die werden doch magisch vermute ich nicht, aber mechanisch gesichert sein. Ihr werdet dort unten verrecken, wenn ihr da jetzt einfach hinlauft. Ich werde nicht in die Kammern eindringen. Ich werde mir den Eingang von außen betrachten. Die Kammern werden vermutlich schon auf dem Weg dort zu den Kammern gesichert sein. Rafim, ich kenne mich hier aus! Ja. Er ist der letzte Bandstrahler. Ich weiß, wo die Kapelle beginnt und wo sie aufhört. Und wo dahinter die Bleikammer beginnt. Na gut, nur weil er hier vorschlägt, irgendwas da rauszuholen. Wenn er etwas da rausholt, werde ich ihm höchstpersönlich... Lasst mich in Ruhe! Komm, Rafim, wir legen uns hin, meine Füße tun mir weh und ich muss mir ein paar neue Schuhe hier irgendwo mal suchen. Magier, Ketzer, Alan Fana, worauf lasse ich mich eigentlich ein? Jetzt komm, wir gehen mal Schuhe gucken. Und wir werden hier bestimmt Schuhe haben, die wir, requirieren können. Bestimmt, Schuhe. Für das Reich. Schuhe für das Reich. Ich brauche auch Socken für das Reich. Ich auch. Gut. Ich ziehe mich in die Kapelle, die die Bleikammer abschließt, zurück und bitte Herrn Preis dafür, dass er vor allem Übel schützt. Vermutlich werde ich da auch die Nacht verbringen. Man möchte ganz gerne in die Schlafkammern rein, um dort zu gucken in den Schränken, wo nur noch Schuhe sind oder Stiefel sind, wie auch immer, die man sich ausborgen kann. Natürlich requirieren heißt das. Klar. Also ihr werdet Schuhe und auch natürlich dann sowas wie Wollsocken finden. Bei Rafim werdet ihr ein bisschen länger suchen müssen, aber auch das gelingt. Guck mal, Rafim, die sehen noch passend aus. Die sind was für deine Quadratfüße. Oh, Quadratfüße? Also wirklich? Also, die sind laut auf der Straße hat man zu Kindersärge gesagt, so großen die. Ah. Immer. Jetzt, wo wir hier alleine sind. Ja. Wenn ihr ja das gleiche gesehen habt wie ich, dann ist dieses Mittelreich, von dem wir hier gerade sprechen, im Begriff zu fallen. Ich weiß nicht, ob sie es aufhalten können, aber sicher bin ich mir nicht. Das Ding sah verdammt gefährlich aus. Verdammt gefährlich. Wir müssen auf jeden Fall bereit sein, dieses Schiff hier zu verlassen, wenn nötig. Wir müssen auf jeden Fall auch den Süden warnen, was auf sie zukommt. Denn vielleicht kann man, wenn die Festung einfach noch mehrere Monate braucht, bis sie weiter im Süden ist bei uns, wo auch immer uns ist, ob Kuntium oder Alanfa, vielleicht kann man es bis dahin aufhalten, wenn man mehr darüber weiß. Denke ich auch. Wir sollten so bald wie möglich uns auch so einen Botenvogel besorgen, aber... Kuntium, wäre das alles so einfach, sich einen Botenvogel zu kaufen, aber hier ist das so schwer. Diese scheiß weißen Akademien, die verkaufen dir allen Dreck, aber nichts, was nützlich ist. Na gut, fast nicht. Ich meine, dieses Guardianum-Artefakt hat ja schon seinen Dienst getan. Ja, ich weiß nicht genau, was das macht, aber wenn du das sagst. Na, das sah dafür zuständig, dass diese Windböen uns nicht mehr erfassen konnten, nachdem ich es einmal geschmissen hatte. Das ist gut.
Deswegen hat es zwischendurch, nur nach komisch gerochen und um uns herum dann sozusagen diese unsichtbare Kugel hat ab und zu geknistert, diese blauen Funken. Jalan, du stehst gerade in der Kapelle des heiligen St. Gilborn. Vor dir das große Sonnenamulett, die Statue, die vor dir steht, und daneben die Tür, die dann in den Zugang führt zu den Kosch-Basaltkammern. Der goldene Zierrahmen und darüber Arcanum Interdictum. Jegliche Magie, die hier wirkt, wird wohl gebannt. Würfel mal eine Sinnschärfeprobe hören. Was machen dann an der Stelle Abelmir, Isaro und Kjaras? Ich würde versuchen, einen Bohrergeweihten aufzutreiben. Gibt es wahrscheinlich nicht. Plus oder Minus? Du findest einen. Euer Gnaden. Boron zum Groß, Sünder zum Groß wie. Boron zum Groß. Wie kann ich euch helfen? Könntet ihr einen Grabsegen sprechen über Rakala von Hausen Rabenmund? Ja, selbstverständlich. Ich muss meine Kräfte sparen. Ich werde den Segen aufgestuft zu jeder vollen Stunde wirken, denn es werden so viele Tote gebracht, dass ich kann nicht jeden Einzelnen einsegnen. So leid es mir tut, habt ihr schon ein Grab ausgehoben? Nein, noch nicht. Ihr seht doch, dass draußen stapeln sich die Toten. Ich... Bohren. Ich verstehe. Bat sie draußen auf, hebt ein Grab aus oder so, wenn sie euch wichtig ist, und ich werde mich darum kümmern. Alles zu seiner Zeit. Danke, euer Gnaden. Gerne. Ja, dann suche ich mir eine Schaufel und gucke nach einer passenden Stelle. Kann man überhaupt draußen graben im Burghof? Ja, also du wirst auch in der Burg Auralet, könntest du selber dann die Erde so ein bisschen weggraben und dann im Inneren, auch wenn sich das natürlich nicht gehört, aber andere Zeiten, andere Regeln, kannst du das natürlich dann noch machen und ausheben. Wo ich halt den flachen Grab, also nicht besonders wirklich tief, dass sie reinpasst und 20, 30 Zentimeter darüber, über ihrem Körper sozusagen auch Platz ist noch. Und dann vielleicht irgendwie auch aus Holz so ein provisorisches Bohrrad schnitzen, bauen, wie auch immer. Kjaras, Isaro? Ich würde mal schauen, ob Rakala von Horsen Raben und irgendwas noch dabei hätte, was man ihrer Familie übergeben könnte. Ja, natürlich. Du findest einen Ring mit dem Siegelstock eines Raben darauf. Das Zeichen der Rabenmunds. Aber gut, sie selber war ja keine Rabenmund, sondern nur angeheiratet. Du findest natürlich noch ein paar persönliche Unterlagen, teilweise zerfetzt oder mit einigen Löchern drin. Steine, die dadurch geschlagen sind, oder ein paar Ranken und Wurzeln, die sich dadurch gewachsen sind. Aber sowas wie eine Kartentasche und ein persönliches Vademecum, was sie wohl geführt hat, ein Reisevademecum. Ja, was ich da also finde, was halt noch irgendwie entweder an die Gilde gegeben werden kann oder die Familie, das würde ich dann zusammenlegen und dann einfach mal schauen, ob ich mich irgendwo auf dem Hof nützlich machen kann, irgendwelche Leute koordinieren oder Leute, die gerade zur Burg kommen, einweisen, dass die wissen, wo sie hin müssen. Ja, als einer der letzten Geweihten wohl hier, sehe ich mich berufen dazu, meine Pflichten zu erfüllen, und gehe herum, helfe Leuten mit Heilkunde so gut ich kann, versuche Mut zu spenden für diejenigen, die am Boden zerstört sind, und so gut wie möglich Harmonie und Seelenfrieden zu spenden.
Ja, die hier Wunden sind äußerst ungewöhnlich. Du kennst dich natürlich gut aus als Geweihter, aber die Wunden, die hier geschlagen sind, natürlich, du erkennst einige, die dich an die Wunde von Abelmir erinnern, hast wohl auch schon von, ja, auf der Reise hast du schon gehört von diesem Iolaus, der sich wohl um die Wunde gekümmert hat im Gesicht, denn ja, die Narben stellen Abelmirs Gesicht weiterhin. Der Hochkönig hat natürlich auch jetzt seinen Arm an diese Seuche verloren, an die ausgestorbene Krankheit. Viele verschiedene Wunden, entweder dann hervorgerufen durch die vier verderbten Elemente oder ja andere dämonische, nie heilende Wunden, wenn ein Zand dann den Bauch aufgerissen hat und egal welches Wundpuder du hineinreiben wirst, diese Wunde wird sich nie schließen und stetig weiter bluten. Und dann nähe ich die zu. Die Narben werden aufreißen. Also das ist dann eben tatsächlich ganz, ganz typisch. Du hast die Wunden vielleicht selber noch nicht gesehen, aber als du dein Noviziat beziehungsweise dann in Kuntium auch deine Spätweihe erhalten hast, wirst du sicherlich auch von den Sachen aus der dritten Dämonenschlacht gehört haben. Das sind, wie gesagt, ganz typische Wunden für Belhalharsche Dämonen oder naja, auch für Agrimotsch, je nachdem aus welcher Sphäre sie dann kommen. Einige wurden dann wohl auch mit besonderen Krankheiten auf dem Feld geschlagen und haben skelettierte Arme, die sie aber trotzdem weiter bewegen können oder so. Es könnte dann auch sich um sowas wie Paktmale handeln, aber allein die Tatsache, dass sie nicht auf Burg Auralet verglüht sind oder zu Staub zerfallen sind, beweist dann auch, dass es eine Krankheit ist und weniger ein Paktmal. Gut, dann versuche ich ihnen trotzdem so gut wie möglich zu helfen. Ich lasse natürlich auch meinen eigenen Arm und mein Bein mal vernünftig schienen. Und ja, gehe weiter um und helf, wo ich helfen kann. Gut. Derweil hat sich Yalan im St. Gilborn-Tempel neben der Statue hast ein Ohr an die Wand gelegt. Du kannst Schaben hören. Irgendjemand kratzt auf der inneren Seite. Das sollte eigentlich massiver Stein und massiver Fels sein. Recke kurz von der Wand zurück. Trachte sie dann nochmal ein wenig. Kann mir da aber auch keinen Reim drauf machen. Da in der Wand. Ja, so kannst du gut deine Wacht halten. Und währenddessen sind Abelmir und Iserun fertig mit dem Ausheben des Grabes. Hab den Körper, den Leichnam dann zusammengelegt. Den Körper auch wieder zugebuddelt und so könnt ihr selber ein paar Worte sprechen, auch wenn ihr die Erzmager nicht gut kanntet, aber vielleicht hat sie ja auch euer Leben gerettet. Die Entschwörung des Kessels war sicherlich unglaublich wichtig, damit jetzt die Zehntausenden von Untoten dann auch zerfallen. Ja, ich würde mich dann am Kopfende aufstellen dieses Grabes bohren. Ich anempfehle dir diesen Körper deiner Gnade. Mit deinem Segen wird sie aufsteigen in die albanianischen Paradiese. Sie war ein guter Mensch. Beschütze ihre Seele, beschütze ihren Körper, dass sie friedlich und ungetrübt in deinen Paradiesen verbleiben möge. Allweise Herrin Hesinde, diese Erzmager Rakala von Horsen Ragmund war dir immer eine treue Dienerin. Und wir bitten euch, sie in euer Paradies aufzunehmen. Ich würde mich dann verbeugen und die Szenerie mit gebeugtem Kopf verlassen. Kommt, ihr Sauben. Die Lebenden brauchen uns. Ihr habt recht. Ich würde mich dann vielleicht um die Verletzten kümmern, helfen, wo ich kann. Wunden verbinden. Und den Pflegern hier, den Kranken, helfen, wo ich kann. Ich gehe dann mal zu Karinor. Kiaras? Ja, ja. Ich bin beunruhigt. Ach, wieso? Was ist passiert? Ich habe den
Praias zum einen um Vergebung für unsere Sünden gebeten, zum anderen darum, dass ein blitzendes Auge auf die Bleikammern hat, auch wenn der letzte Bahnstrahler die Feste verlässt. In der Kammer kratzt etwas. Kratzt etwas? Wo? Direkt hinter der Wand. Wenn man sein Ohr dran legt, kann man es... Dann da jemand. Ich glaube nicht, dass man sich in die Kroschmasaltkammern hereingraben kann, aber vielleicht können wir die Baronin Angroschminia hinzuziehen. Ich natürlich. Euch zuerst, weil ihr natürlich ein Gewalt an der Götter seid. Und natürlich, lasst uns sofort zu ihr gehen. Sie ist eine Zwerge, sie sollte am besten wissen, was das bedeutet. Ja, sofort nach der kleinen Dame Ausschau gehalten. Ja, werdet ihr auch finden, steht wohl immer noch neben dem Hochkönig und versucht da die Wunden, die ihn nässen und eitern, so ein bisschen zu behandeln. Hat sich auch so ein bisschen durch die Knochen hindurchgefressen oder durch den Arm, das könnt ihr auf alle Fälle schon sehen. Also es ist genau das, was auch Abel mir erfasst hat. Ja, habt ihr schon irgendwie was gehört von der Taube oder so? Noch nicht, das ist etwas Wichtiges dazwischen kam. Ich lehne mich da so ein bisschen vor. Ihr kennt euch doch sicherlich mehr mit Gestein aus als wir. Ja, selbstverständlich. Ich bin Angroschgeweihte. Dummerchen. Werte Bahnstrahler, ihr habt Kratzen in den Wänden gehört. Kratzen in den Wänden? Also, unsere Bauarbeiten sind abgeschlossen. Wir graben keine Tunnel mehr. Vor allem jetzt nicht. Wir haben andere Sachen zu tun. Könnt ihr es euch vielleicht anhören? Ja, wo? In der St. Gerhardskapelle. Ja, so stiefelt ihr dann hinunter und sie legt dann selbst ein Ohr daneben. Bitte, ich bitte den heiligen Gilborn still um Verzeihung, dass ich eine, nicht unbedingt Ungläubige, aber 12 Götter Randgläubige hier reingebracht habe. Das klingt nach... Sie klopft selber mal mit ihrer schweren Faust gegen die Wand. Ihr könnt auch hören, dass es wohl antwortet. Das klingt mir danach, als ob Ghule in den Wänden sind. Und Tote. In den Kammern. Nicht in der Kammer. Sie versuchen, in die Kammer zu kommen. Sie graben sich durch den Stein oder so. Zumindest klingt das so. Wahrscheinlich wollen sie in die Koschmasaltkammer. Wir müssen die Artefakte evakuieren. Sie dürfen nicht in die Hände des Feindes gefallen. Ja, niemand kratzt sich durch Koschmasalt. Und da seid ihr euch sicher mit, ja? Zumindest keine Ghule. Ist keine Ghule. Was ist denn, was Größeres haben? Wir müssen die Leute hier wegbringen. Was ist, wenn sie auf der anderen Seite der Wand herauskommen und unter den Verwundeten Amok laufen? Ich wundere mich gerade. Sollten sie nicht eigentlich verglühen oder sowas? Immerhin ist das doch ihr heiliger Boden. Dann sind wohl keine Ghule in den Wänden. Sondern irgendetwas anderes. Oder die Burg ist nicht mehr heilig. Mit der Anwesenheit der Festung, mit dieser Entladung unheiliger Energien. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was mir mehr Sorgen macht. Dass mich mein Gehör verlässt oder dass ich nicht mehr auf Praios vertrauen kann. Ich will gar nicht erst drüber nachdenken. Angrosch, hilf uns. Vielleicht sollten wir eine der Steine hier wegnehmen und mal in das Loch hineinschauen. Oder wir öffnen die Koschpasaltkammer und gucken, ob es da irgendwas Neues gibt. Ich dachte, geben wir uns da hinauf. Nicke dann einmal knapp. Und gut, schauen wir in die Wand. Also gut, ich hol die Spitzhacke. Ich schätze, es ist kein Gewalter mehr da, den wir um Erlaubnis bitten könnten. Achso, vielleicht sollten wir auch uns bewaffnen oder so. Holen wir doch den Großen, der kann, glaube ich, mit seinem Schwert ein paar Lücken reißen. Ich soll wirklich den Ketzer hier hineinschleifen? Mir doch egal, ich bin auch hier drin. Er ist ein Chorgläubiger. Chor ist einer der Zwölfe. Habt ihr lieber Ghule in den Wänden oder habt ihr einen anderen Fana in eurem Tempel? Ich muss gestehen, dieser Tage ist mir die Antwort nicht mehr ganz so klar, wie sie es einmal war. Mir auch egal. Ich hol meine Spitzhacke.
Karinor? Ach so, die Statue muss dafür übrigens abgerissen werden. Dabei zwinkert sie dir zu und geht. Du bist ja nicht ganz sicher, ob das ein Witz war oder nicht, weil du Zwerge nicht einschätzen kannst.